Ja, hallo, ich bin Carsten und heute geht's um Dinkelbrot, frisch aus dem Backofen. Ist noch warm. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich das gemacht habe, dann bleibt ihr jetzt dran. Ja, wie kriegt man jetzt so ein leckeres Brot hin? Ist eigentlich ganz einfach. Und ich würde sagen, ich fange einfach an, indem ich euch zeige, welche Zutaten wir brauchen. Ja, beginnen wir mit dem Mehl. Also es wird ja ein Dinkelbrot. Ich habe mich hier für ein Vollkorn-Dinkelmehl entschieden. Dann das nächste ist ein Teelöffel Salz. 2 Esslöffel Rapsöl. Im Originalrezept steht zwar Sonnenblumenöl, aber ich habe immer Rapsöl. Damit funktioniert es auch. 2 Päckchen Backpulver und 400 Milliliter Wasser. Ja, und natürlich, ich habe ja gesagt, ich will im Dutch-Ofen backen, brauche ich einen Dutch-Ofen. Und dahinter liegt schon zurechtgeschnitten ein Stück Backpapier. Ja, wie gesagt, das Rezept ist ganz einfach. Ich schreibe die Mengen natürlich gleich nochmal unten in die Infobox. Ich stelle mal eben den Topf an die Seite. So, fangen wir dann ganz einfach an. Als erstes kommt natürlich das Mehl in die Schüssel. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, den Teig auf einer Fläche auszurollen oder so, weil der Teig doch recht flüssig wird. Das werdet ihr nachher sehen. Also schon fast, ja, ich sag mal jetzt mal wie ein dicker Haferbrei oder so. Ja, und dann können wir einfach nach und nach die Zutaten dazu tun. So, und dann fangen wir schon mal an zu rühren. Man braucht natürlich einen einigermaßen stabilen Kochlöffel dazu. Mit der Hand kneten, wie gesagt, dafür ist es eigentlich ein bisschen zu flüssig, der Teig. So, fange ich mal an, gebe ein bisschen Wasser da schon mal dazu. Ich habe es jetzt das letzte Mal mit der Maschine gemacht. Das funktioniert natürlich super. Aber ich habe halt nach einem Rezept für Outdoor, beziehungsweise ja, Outdoor für einen Campingplatz oder so, oder wenn man irgendwo sich mit Freunden trifft. Ich sag mal, ein Dutch Oven wird kaum einer mitnehmen im Rucksack, es sei denn, ja, so wie der Outdoor-Buddy, schöne Grüße Matthias, der hat natürlich so ein, weiß ich nicht, ist das ein 700er oder 700 Milliliter oder ein 1 Liter Dutch-Ofen, okay, den kann man dann mal eben auf eine Woche auf so einen Overnighter mitnehmen ins Camp, dann kann man das bestimmt locker machen, dass man sich abends im Dutch-Ofen ein leckeres Abendbrot zubereitet und dann am nächsten Morgen, ja, so ein kleines Brot, weiß ich nicht, das hier sind jetzt 500 Gramm Mehl, müsste man mal ausprobieren, was in so einen kleinen Dutch Ofen passt, ob man da eventuell sagt, ja, mit 50 oder 100 Gramm Mehl, das kann man sich ja locker zu Hause vorbereiten. Alle Zutaten, okay, bis auf Öl und Wasser, alle Zutaten schon mal in einen Beutel geben oder in eine Dose, wie auch immer, dass man dann halt frisch dazu einfach nur sein
sein frisch dazu einfach nur sein Wasser und ein bisschen Öl gibt und fertig ist die Laube. Und wie ihr seht, also den Teig, den bekommt man sehr schnell so angerührt. Ist schon wirklich ein sehr weicher Teig. Also mit den Händen, ja, eine kleine Menge wird vielleicht auch gehen, aber so finde ich es dann doch um einiges angenehmer. Ja, der Teig ist soweit. Dann kann ich schon mal hingehen, mir den Dutch Oven nehmen und wie gesagt, ich habe hier das Backpapier, habe ich schon rund zurechtgeschnitten. Also für mich habe ich festgestellt, ist ganz für, jetzt knistert es bestimmt, so. Also für mich habe ich festgestellt, für die 500 Gramm Mehl, also egal welches Brot ich bis jetzt gebacken habe, mit 500 Gramm Mehl, da passt der 4,5er Dutch Oven ganz gut. Und so nehme ich den jetzt auch hier. Dann einfach den Teig, so wie er ist, in den Dutch Oven geben. Na, ein bisschen aufpassen mit dem Backpapier. So. So einmal so ein bisschen verteilen und dann ist das Ganze auch schon soweit. So einmal gucken, dass der Teig so einigermaßen mittig im Topf liegt. Also hundertprozentig ist es mir jetzt nicht gelungen, aber das wird schon gehen. Ich würde sagen, ich bereite dann mal die Kohlen vor. Noch den Deckel drauf und solange ich die Kohlen vorbereite, macht das gar nichts, kann der Teig ruhig ein bisschen gehen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich draußen wieder. Ja, dann jetzt bin ich draußen. Ich habe hier eine kleine Feuerschale hingestellt, die reicht für den Dutch Oven. Ja, wie zünde ich die ganze Sache jetzt an? Also ich mache es immer mit einem Anzündkamin, das ist die einfachste Sache dafür und so ein paar Zunderfüchsen. Ja, dann geben wir den Füchsen einmal Zunder. Ja, das reicht schon. Dann kommt der Anzündkamin da drauf. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn die Kohlen durchgeglüht sind. Ah, ein paar Minuten brauchen die Kohlen noch. Ja, die Kohlen sehen jetzt so langsam gut aus. Das reicht. Ja, ich habe jetzt für den 4,5er Dutch Oven 16 Kohlen genommen. Und da packe ich jetzt 5 nach unten und den Rest oben auf den Deckel. Schönen Kreise legen. Den Dutch Oven drüber positionieren. Und die restlichen Kohlen dann auch immer schön am Rand des Deckels positionieren. Da ist dann die Hitzeverteilung am besten. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns in einer Dreiviertelstunde wieder. So, insgesamt 50 Minuten sind jetzt um. Ich bin jetzt neugierig, was draus geworden ist. Und ich denke, ihr auch. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal nach.
So, dann bitte einmal Trommelwirbel. Hervorragend sieht das Ganze aus. Ja, noch leicht am Dampfen ist das Dinkelbrot. Und jetzt nehme ich es dann mal raus zum Abkühlen. Das ist das Schöne am Backpapier. Da kann man ohne Probleme das Brot aus dem Dutch Oven herausbekommen. Ja, so sieht mein Dinkelbrot jetzt aus. Hat eine schöne Kruste bekommen. Und ich würde sagen, jetzt schneide ich es mal an. Es ist noch ein bisschen warm. Ja, man kann sehen, es hat eine schöne Krume und es dampft noch. Und ja, so ein Dinkelbrot ist immer so ein bisschen so leicht bröselig, nicht ganz so fest wie ein normales Brot. Ich schneide mir mal eine schöne Scheibe runter, weil ihr wollt ja sicherlich auch wissen, wie das schmeckt. Es ist, ist noch ganz schön warm, aber also der Teig ist gut geworden. Ja, so ein Dinkelbrot schmeckt im Gegensatz zum normalen Weizenbrot halt auch so ein bisschen nussiger. Ist also schon mehr Geschmack dran. Ein bisschen würziger auch. Und ja, ist eben schnell gemacht. Wie gesagt, ihr habt ja gesehen, wie schnell der Teig zusammengerührt ist. Und ja, ich habe es jetzt im Endeffekt genau 50 Minuten im Dutch Oven gelassen, das Brot. Und also mir gelingt es eigentlich immer. Ja, das war jetzt mein erstes Dutch Oven Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Aber wie ist denn eure Erfahrung mit dem Dutch Oven? Mich interessiert besonders, was nutzt ihr für Kohlen? Also ich habe jetzt bis jetzt fast immer die von Weber genommen, die Weber Briketts. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr andere Erfahrungen. Ich habe jetzt letzten Samstag einfach, weil es mich mal interessiert hat, im Restpostenladen mal so einen Sack Billigbriketts mitgenommen. Einfach nur mal, um wirklich den Unterschied zu sehen. Und ja, die waren im Anzündkamin schon total zerbröselt. Und also das macht dann überhaupt keinen Spaß damit. Ich meine, ich habe damit auch ein Brot gebacken, es hat auch funktioniert, aber da lässt sich dann halt schlecht die Temperatur wirklich abschätzen. Ja, wie gesagt, wenn ihr da Erfahrung mit habt, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, das würde mich wirklich interessieren. Und ja, ich denke mal, wir sehen uns jetzt ab und zu noch mal wieder mit dem Dutch Oven. Ich habe noch so ein paar Sachen, die ich ausprobieren möchte und ich glaube, da lasse ich nebenbei die Kamera laufen und nehme euch mit. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.